Julia Leischig, eine bekannte Fernsehmoderatorin in Deutschland, hat ein Leben voller Höhen und Tiefen und Schmerzen erlebt, das nicht jeder leicht verstehen kann. Mit einer starken Leidenschaft für die Wiedervereinigung getrennter Familien ist Julia durch die Sendungen Vermisst und Julia Leischig sucht, bitte melde dich, zu einem bekannten Gesicht im Fernsehen geworden. Julia Leischig sucht derzeit, bitte kontaktieren. Sie hat einen Großteil ihrer Karriere darauf verwendet, denjenigen zu helfen, die nach geliebten Menschen suchen, und vielen Familien Hoffnung und Freude zu bringen. Doch im Rampenlicht erlebte Julia Schmerzen und Misserfolge, von denen nur wenige Menschen wissen. Im Laufe ihrer langjährigen Tätigkeit musste Julia schon oft Enttäuschungen bei der Arbeit erleben. Jedes Mal, wenn sie einer Familie nicht helfen kann, einen vermissten geliebten Menschen zu finden, umgibt sie ein Gefühl der Traurigkeit und Hilflosigkeit. Diese Schmerzen hören nicht bei Misserfolgen auf, sondern sind auch mit unerfüllten Wünschen in ihrem Leben verbunden. Julia hat immer davon geträumt, Menschen zu helfen, aber sie versteht auch, dass das Leben nicht immer so verläuft, wie sie es möchte. Zeit- und Ressourcenbeschränkungen und sogar familiäre Hindernisse haben dazu geführt, dass Julia sich oft müde und unter Druck gesetzt fühlte. Neben Misserfolgen im Beruf ist auch Julias Privatleben nicht ohne Herausforderungen. Als Ehefrau und Mutter versucht Julia neben ihrer Karriere immer auch Zeit mit ihrer Familie zu verbringen. Doch zunehmend strengere berufliche Anforderungen und ständige Reisezeiten führten dazu, dass sie allmählich das Gefühl hatte, dass sie Arbeit und Familie nicht mehr unter einen Hut bringen konnte. Dies hat zu einer Lücke in ihrer Beziehung zu ihrem Mann und ihren Kindern geführt. Auch Julias Ehemann, der immer an ihrer Seite war und sie auf ihrem gesamten Karriereweg unterstützte, macht sich große Sorgen um ihre Gesundheit und ihren Geist. Er versteht den Druck, unter dem Julia steht, und ermutigt sie immer, sich Zeit zum Ausruhen zu nehmen und den Arbeitsdruck zu reduzieren, damit sie mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen kann. Auch in ihrer Karriere stand Julia in letzter Zeit vor vielen Veränderungen. Obwohl sie eine erfolgreiche Person in der Fernsehbranche ist, kann sich Julia den Veränderungen und Schwankungen der Branche nicht entziehen. Der Druck, ihre Position im Fernsehen zu behaupten, macht sie manchmal müde und erschöpft. Julia merkte, dass sie im Alter von 54 Jahren nicht mehr die Kraft hatte, wie früher nach der Arbeit zu rennen. Sie begann darüber nachzudenken, ihre Arbeitsbelastung zu reduzieren und nach weniger stressigen Projekten zu suchen, damit sie Zeit für sich und ihre Familie haben konnte. Im Laufe der Jahre hat Julia viele komplexe Emotionen erlebt. Sie teilte mit, dass sie sich hilflos und untröstlich fühlte, als sie nicht allen helfen konnte, die sie brauchten. Die berührenden und tragischen Geschichten, die ihr auf ihrer Reise zu ihren Verwandten begegneten, motivierten sie nicht nur, sondern gaben ihr auch ein großes Verantwortungsgefühl. Sie konnte sich jedoch nicht davon abhalten, von diesen Geschichten zutiefst betroffen zu sein. Viele Nächte lang konnte sie nicht gut schlafen, wenn sie an die Familien dachte, die immer noch verzweifelt auf Neuigkeiten von ihren Lieben warteten. Parallel zu ihrer Fernsehkarriere entdeckte Julia auch Podcasts als eine neue Form, um ihre Arbeit fortzusetzen, ihre Geschichte mit der Öffentlichkeit zu verbinden und zu teilen. Der Podcast Julia Leischig – Spurlos hat ihr ein neues Medium an die Hand gegeben, um mit ihrem Publikum zu interagieren und Menschen auf der Suche nach geliebten Menschen zu helfen. Allerdings erfordert dieser Job auch viel Zeit und Mühe, sodass sich Julia manchmal unter Druck gesetzt fühlt. Ihr Sohn und ihre Tochter haben ihre Mutter immer ermutigt und unterstützt. Sie waren stolz auf das,
was Julia getan hatte und weiterhin tat, machten sich aber auch Sorgen um die Gesundheit und den psychischen Zustand ihrer Mutter. In jüngsten Mitteilungen gab Julia bekannt, dass sie plant, ihre Arbeitsbelastung zu reduzieren und mehr Zeit mit ihrer Familie zu verbringen. O erkannte, dass es im Leben nicht nur um Karriere und Erfolg geht, sondern auch um Momente mit geliebten Menschen. Julia hofft, ihre Leidenschaft für Arbeit und Familienglück in Einklang bringen zu können, um das Leben erfüllter zu gestalten. Julia plant, in den kommenden Jahren weiterhin Familien zu helfen, die ihre Unterstützung benötigen, jedoch seltener, damit sie besser für sich und ihre Familie sorgen kann. Julia Leischik, die Frau mit dem strahlenden Lächeln im Fernsehen, trägt Traurigkeit und Emotionen in sich, die nicht jeder versteht. Sie hat ihr Leben der Aufgabe gewidmet, Fremden dabei zu helfen, einander zu finden, aber jetzt muss sie auch Frieden und Freude für sich selbst finden. Julias nächste Reise wird wahrscheinlich sanfter verlaufen, mit sorgfältigen Entscheidungen und familiärer Begleitung. Julias Fans werden immer an ihrer Seite sein, sie unterstützen und ihr wünschen, dass sie Glück und Frieden im Leben. Like, pull out her phone, create a selfie video. I can create a 60-second Facebook Live that will help us generate more sales in business than any of that professionally produced content, which is fascinating to me. And today, again, I mean, it was only even reinforced by my conversation with Dennis Yu talking about, you know, in them spending over $1 billion in Facebook ads, what they saw were the people that could effectively create 15 to 60 second selfie videos were the people that got the best results. And so I definitely agree that while it looks really cool, it's sometimes not always even the most practical over just the really simple videos that you can pull your phone out and you know, create content on the fly. So we've seen for the last literally 6 years, I think 5 or 6 years, that's been true in almost every case. So definitely don't think that you need to be all crazy and polished and professional, because it's not necessarily what's going to move the needle in a massive way for conversion and stuff like that. So yeah. Love it. Yeah. It is fascinating. Some point we'll have to do the research that determines why that is the case, but we can sort of estimate for the time being. But so that's just it, right? Is that super simple, basic stuff, right? I mean, obviously it works. So if you're already doing some lead gen and you put those kinds of videos in front of people, you're already probably doing the best you're going to do, which is awesome. But even just from a getting used to making videos standpoint, you got to start simple. And I like, here's another example. I hope nobody's done this, but there's a lot of people I've met that have bought equipment before they've ever made a video. And so instead of making it easier to make a video, it actually made them less likely to make a video, because now instead of just having to overcome the fear of doing this and hitting record, they have to do that plus learn how to use a bunch of stuff, right? And so I've seen a bunch of people that build out a studio even. It's almost like the more equipment they had bought, the less likely it was that they'd actually made a video. And so it's always going to be tempting to make things more complicated and therefore give us, you know, an excuse to take our time in getting started. And it's almost always going to be best to just start as simply as possible and then do the second thing, which is to practice, right? And I will tell you right now, if you were to get your phone out, hit record, and I mean this, like, don't even think about what you're going to say. Just tell yourself every single day, I'm going to get my phone out and I'm going to record a video. And you were to hit record and start talking, the first couple of days, it probably wouldn't make any sense. It'd probably just be like, I don't know why I'm doing this, but this guy told me to do it, so I am. And then you hit stop. That's it. Then delete the video. You don't even have to watch it back, right? You've just practiced making a video. But if you got yourself in the habit of hitting that record button every single day, by the second week, you'd probably have